Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Sevo und ich... Ja, hallo, ich bin der coole Junge. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Ich mache jetzt seit 2 Monaten YouTube, habe schon 36 Videos hochgeladen, habe zwar noch eine kleine Abonnentenzahl, aber meiner Meinung nach macht das nichts, denn jeder fängt mal klein an und ja, ich freue mich über jeden Abonnenten und ich habe noch keinen richtigen Q&A gemacht. Dieses Video wird etwas länger, diesmal werde ich auf viele Fragen eingehen. 5 Stück habe ich mir selber ausgesucht, das sind so Fragen, die ganz typisch sind. Mit denen werden wir auch anfangen, danach folgen andere Fragen, die ich mir im Internet rausgesucht habe und ohne lange zu zögern, sage ich auch einfach, fangen wir direkt an und ja, los geht's. Und die erste Frage lautet, wie heißt du? So, ich finde, mein eigener Name hat eigentlich nichts auf YouTube sozusagen zu suchen. Dennoch habe ich ihn schon mal erwähnt, der steht auch hier auf meiner Kette. Ich möchte eigentlich nicht lange und breit drauf eingehen, ist eigentlich gar nicht nötig. Ich nenne mich gerne auf YouTube Sevo, auch Bekannte nenne ich gerne Sevo, weil es einfach kurz und knapp ist und ja, in einer gewissen Weise ein cooler Rappername auch sein könnte für meine spätere Rap-Karriere. Halt einmal. Ist nur Spaß, nicht ernst nehmen, Leute. In der Tat. Die nächste Frage ist, wie alt bist du? Ich bin mittlerweile schon 19 Jahre alt. Die Zeit zieht an mir vorbei, ich werde schon alt. Die nächste Frage ist, wo wohnst du? Ich wohne in Bremen. Ich weiß, bei meiner Kanalvorstellung habe ich gesagt, dass ich in der Nähe von Hamburg wohne. Ja, und Bremen ist in der Nähe von Hamburg, aber so 1 Stunde, 1,5 Stunden ungefähr. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Nö. Bei meiner Kanalvorstellung wollte ich anscheinend ein wenig cooler wirken, als ich eigentlich bin. Nein, doch. Ich wohne in Bremen und das schon eigentlich immer, also kann ich sagen, dass ich waschechte Bremerin bin. Okay. Hast du einen Migrationshintergrund? Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu ausgezogen. Also, ach Mann, was hat denn mein Deutsch? Nein, Spaß beiseite, Leute. Ja, ich habe einen Migrationshintergrund. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, somit habe ich einen türkischen Migrationshintergrund. Die nächste Frage ist, was machst du beruflich? Ich mache eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement in einem internationalen Unternehmen und ja, ich kann mich wirklich nicht beschweren, da ich noch 4 Tage habe, bis es anfängt. Falls euch dieser Beruf interessieren sollte, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und wenn ich dann mehr Erfahrung in diesem Beruf gesammelt habe, dann kann ich auch gerne ein Video darüber machen, was vielleicht dem einen oder anderen helfen könnte bei der Berufsauswahl. Ja, und nebenbei habe ich noch einen kleinen Nebenjob, den ich in der Ausbildung wahrscheinlich weitermachen werde. Nice. Jetzt kommen Fragen in Bezug auf YouTube und ja, fangen wir direkt an. Wie bist du zu YouTube gekommen? Ehrlich gesagt, ich gucke sehr, sehr gerne YouTube und ich wollte es einfach auch mal machen. Ich sehe so, ja, die vloggen was und die gehen dahin und hierhin. Das könnte ich doch auch mal machen, dachte ich mir. Also habe ich das einfach mal angefangen. Ich wollte das erstmal vor einem Jahr noch anfangen. Habe ich dann irgendwie nicht gemacht und als ich dann ein paar Sachen hatte, so Equipment-mäßig, dann dachte ich mir, fange ich doch einfach mal an, versuche ich mal mein Bestes und ja. Und jetzt bin ich hier. Was sind deine Ziele auf YouTube? Das ist eine sehr gute Frage. 1 Stunde später. 2 Stunden später. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. Mein Ziel auf YouTube ist es eher, Menschen zu erreichen. Das, was ich mache, einfach zu zeigen und einfach real zu bleiben. Vielleicht 1 oder 2 Ratschläge zu geben. Irgendwie Kinder zu unterhalten, Jugendliche zu unterhalten. Es ist ein richtiges Hobby für mich. Und es ist auch nicht mein Ziel, irgendwie das beruflich oder so irgendwann zu übernehmen. Es macht mir halt Spaß, Videos zu machen. Und wenn ich mal 1 Tag oder 2 Tage keine Videos mache, dann, ja, dann habe ich so eine Leere in mir. Dann denke ich so, ich habe heute nichts gemacht, ich war nicht produktiv. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen mache ich das gern. Geil! Und ja, also so ein richtiges Ziel habe ich eigentlich nicht. Boah, ich habe richtig Durst. Wie viel Arbeit ist ein Video von dir? Das ist immer unterschiedlich. Also ich bereite mich darauf vor. Natürlich ist es ein wenig gemütlicher, wenn ich zu Hause hier sitze, aber dann konzentriere ich mich natürlich mehr aufs Reden. Wenn ich einen Vlog drehe, dann konzentriere ich mich darauf, dass ich gute Orte filmen kann. Aber ja, aber dass man nicht sieht, dass ich vlogge natürlich, weil es ist nicht immer überall erlaubt. Ja, aber es gibt auch Videos wie zum Beispiel mein 25 Süßigkeiten, die du noch nie gesehen hast im Test. Video ist zum Beispiel ein Video, was wirklich sehr viel Arbeit ist. Man geht erstmal einkaufen, man filmt das alles. Ja, beim Einkaufen zu filmen ist jetzt auch nicht das Leichteste. Menschen sind da, die könnten sehen, dass du filmst. Es ist verboten. Man achtet immer darauf, dass man keine Personen filmt. Genau, bei dem Video war es anstrengend, weil ich alle Produkte dann gekauft habe und alle einfach testen musste. Nein, doch. Genau, die Zeit, die ich alles probiert habe, hat einfach mal 40 Minuten gedauert. Also ich saß da 40 Minuten und habe die jeweiligen Sachen probiert. Aber wenn ihr das Video seht, insgesamt geht das Video nur 14 Minuten. Und so viel redet man dann, macht man, schneidet man raus, damit das Video auch schön kurz wird. Jetzt zum Beispiel sehe ich gerade, ich rede schon seit 23 Minuten durchgehend.
aber am Ende wird das Video wahrscheinlich vielleicht 7 oder 10 Minuten. Wir wissen es nicht, deswegen halten wir uns jetzt auch nicht so lange an dieser Frage auf und machen direkt weiter. Wie sind deine Upload-Zeiten? Genau, so stabile Upload-Zeiten hatte ich bis jetzt nicht, aber ich werde wahrscheinlich welche einführen. Die werden wahrscheinlich sein Donnerstagnacht und Sonntagmorgen. Das hat einen guten Grund, denn Donnerstagnacht veröffentliche ich immer ein Video, wo ich auf ein Deutschrap-Lied reagiere, das halt eine Stunde vorher released wird. Aber selbstverständlich werde ich auch manchmal vielleicht ein Video hochladen, wenn mir einfach danach ist. Aber auf jeden Fall sonntags morgens und donnerstags Nacht wird immer ein Video erscheinen. Jetzt kommen wir zu ein paar Fragen, die man ein wenig schneller beantworten kann. Und ja, ich beeile mich jetzt auch, damit das Video nicht so lang wird. Und ja, los geht's. Hast du Haustiere? Ich habe nur einen Wellensittich. Okay. Hast du einen Führerschein? Ich bin in der Fahrschule angemeldet, aber ich habe noch nicht meinen Führerschein. Ich habe meinen Theorieunterricht zwar fertig, aber ich muss noch in die Theorieprüfung. Aber ja, ich lasse mir da irgendwie noch ein wenig Zeit, aber ich muss dem mal nachgehen auf jeden Fall. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe einen einzigen großen Bruder. So groß ist der eigentlich nicht. Wir haben 3 Jahre Unterschied und ja. Hast du einen Computer oder einen Laptop? Ich habe einen Laptop, der aber wirklich sehr alt und langsam leider ist. Ich möchte mir eigentlich ein MacBook kaufen, aber ja, da muss ich noch ein wenig warten. Parajok, ich habe keine Geld. Weil ich mir erst vor kurzem mein iPad gekauft habe und ich schneide auch immer mit meinem iPad meine Videos. Aber ich würde das gerne halt mit meinem Laptop machen, weil es dann einfach viel leichter für mich wäre. Und ja, wie alt wirst du an deinem nächsten Geburtstag? Ich werde ganze 20 Jahre alt und ja, ich... Trägst du eine Brille oder Kontaktlinsen? Ich trage keine Brille, auch keine Kontaktlinsen. Eine Brille trage ich mal sehr selten als Accessoire, aber sonst benötige ich eigentlich keine. Nice. Färbst du dir die Haare? Nein, meine Haare sind von Natur aus braun, unten ein bisschen heller, am Ansatz ein wenig dunkler. Die sind von Natur aus so und ich habe sie auch noch nie gefärbt. Nice. Was ist der perfekte Pizzabelag für dich? Boah, ich liebe auch Thunfischpizza, aber ich liebe auch, wenn auf der Pizza Brokkoli ist. Ich liebe das. Ach, das ist richtig geil. Welche Augenfarbe hast du? Ich habe blaue Augen. Ich merke gerade, das war es eigentlich schon. Super. Nice. Ich freue mich gerade, denn ich rede schon seit 40 Minuten und dieses Video muss ich jetzt schneiden. Wenn ihr noch andere Fragen habt oder auch zum Beispiel Videovorschläge, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt mir auf Instagram eine DM. Ich freue mich dann sehr darüber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Passt auf euch auf, Leute, und ciao.